Yo Leute, was geht ab? Lexo am Start. Willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise meinem ersten Video hier auf diesem Kanal. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin der Lexo aka Manuel, komme aus dem schönen Bayern und bin 15 Jahre jung. Ja, das war's eigentlich zu mir. Wir schauen uns heute ein paar Angriffe an. Und dann schauen wir uns den aktuellen Krieg an. So. Erstmal meine Angriffe hier. Es war gerade Wartungspause, deswegen habe ich nicht so viele Angriffe. Aber dafür gut. Ach, ein bisschen schneller, ist ja langweilig. Nichts Besonderes. Danach habe ich was Besonderes, was ich normalerweise nicht so oft finde. Wo ich mich ziemlich gefreut habe. Ja, plus Loot-Bonus geht das auch klar, 400.000 insgesamt. Aber jetzt kommt das Krasse. Das habe ich noch nie gehabt. Fast 700k. Auf den Rathausliner. Da setze ich überall in Bogies, wo ich nicht angegriffen werde. Ich habe nicht mal alle Truppen gebraucht. Das war echt nicht. Geht auf jeden Fall ganz schön klar. Ich bin noch einiges am Dunkeln. Ja, das ist auch ein nice. Plus 11 Vokale. Geht klug, gut klar. Nee, nein. Der auch ziemlich starker Angriff hier von Winnie. Er greift hier mit Lazy Farming an. Holt ihr auch einiges an. Auch nicht alles, aber vieles ist auch in den Lagen. Das stimmt. Der Angriff auch. 300k Dunk. 2k Dunkles, 300k Elixier und 250k Gold. So, dann schauen wir jetzt mal auf den aktuellen Clan War. Feindliches Team, ein deutscher Clan, Stringbreakers, Level 5, 48 Member. Ist auf jeden Fall stark, die unteren sind jetzt nicht so stark. Ich bin auch nicht so krass im Clan War, ich bin so mittel. Und deswegen hoffe ich, dass ich auf jeden Fall 3 Sterne hole. Bei der Nummer 19, bei dem lieben Simon. Schauen wir mal seine Base an. Ja. Ist nicht gerade gut, aber man soll sich nicht überschätzen. Besonders wenn ich greife mit Drachen an, wenn die falsch fliegen. Tja, dann habe ich ein Problem. Aber ich glaube, das packe ich mit der Hilfe meiner Kameraden aus dem Clan. Das wird schon. Ich könnte jetzt auch mal angreifen, aber ich bin gerade komplett zerstört worden. Ich habe gehofft, dass mich irgendwer versucht, mein Rathaus zu snipen, aber war nicht so. Das ist ein Trollbase für Pokis. Nee, er übertreibt dann mit Schweinereitern 5. Ich kann euch die Def hier mal zeigen. Bloß minus 2, von dem her hat es mich nicht so gejuckt. Psst. Der Loot war halt ein bisschen schade. Also ein bisschen viel. Schade für mich. Besonders die 1800 Nucleus tun weh. Man sieht, man wollte ja bloß das Rathaus holen und hat sich dann gedacht, ach, den zerstöre ich jetzt. Oh, mein Handy. Ich glaube schon, oder? Auf jeden Fall hat er mich komplett rasiert.
Ja gut, meine Base ist auch nicht so, noch nicht so gut und vieles im Ausbau, weil ich gerade meine Verteidigung versuche zu maxen. Von dem her verständlich, dass ich so zerstört werde. Naja, schade. Aber passiert halt, ne? Dann noch, wer einen Angriff hat. Philipp, glaube ich, hat noch einen gepostet. Ja, schauen wir uns den noch an. Auch schöner Loot. Machen wir nicht so schnell. So. Aber der Inferno gibt halt den Riesen den Rest. Sonst wäre das vielleicht. Nee, in den Lagern war nicht viel drin. Trotzdem einigermaßen Loot. Ein ziemlich guter Loot sogar, aber. Ja. Kostet na klar auch so Lazy Farming an. Gleich mal mit Zauber für den Clankrieg aus. So. Ja. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann like doch das Video oder lasst ein Abo da. Und dann haut rein. Peace. Ciao.